YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und heute begrüße ich euch zu der 100 Euro Supreme Challenge. Normalerweise machen wir ja die 100 Euro Outfit Challenge, was übrigens auch schon relativ lange her ist. Falls ihr mal wieder so ein Format haben wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Aber heute werden wir gucken, was wir für 100 Euro im Supreme Online Shop kriegen. Dabei ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass ich nicht versuchen werde, um 12 Uhr an einem Donnerstag mir Supreme Sachen zu kaufen. Also quasi dann, wenn der eigentliche Drop ist, sondern einfach random. Heute ist zwar Donnerstag, aber irgendwie, wie viel Uhr ist es jetzt? Ich habe zwar keine Uhr um, aber ich tue mal so, als hätte ich da drauf geguckt. Ich glaube, es müsste irgendwas so mit 8 Uhr abends sein oder so. Deswegen keine Ahnung, ob das überhaupt klappen wird, ob wir überhaupt genug Sachen finden, die in diese Preisspanne passen. Aber was ich euch garantieren kann, ist, dass wenn ihr den Hashtag Glocke in die Kommentare mit eurem Instagram-Namen packt und zusätzlich hier diesen Kanal abonniert und eben die Glocke aktiviert, dass ich mir einen Gewinner rauspicken werde für das nächste Video, der dann hier auf diesem Display landen wird. Und bevor wir jetzt hier weiterlabern und wir Zeit verlieren, würde ich vorschlagen, dass wir uns an meinen Schreibtisch setzen und uns die Lage abchecken, was Supreme so an einem Donnerstag um 8 Uhr abends so zur Verfügung hat. Wir sind jetzt hier gemeinsam vor meinem Rechner und ich würde vorschlagen, dass wir hier einmal aufs Display switchen und da könnt ihr schon sehen, dass wir auf der Startseite von der Supreme Homepage sind und natürlich gehen wir hier erstmal auf Shop und da wir alle Produkte in Betracht ziehen möchten, gehen wir hier einmal auf View All und gucken natürlich erstmal, welche Pieces sind überhaupt noch verfügbar und welche passen in unsere Preisklasse, weil wie gesagt, wir haben ein Limit von 100 Euro und selbstverständlich sind nicht alle Pieces, die hier noch aufgelistet sind, verfügbar. Ihr wisst es, Supreme ist halt sehr schnell ausverkauft, gerade die Pieces, die im Hype sind. Und da ich jetzt gerade versuche, um ja 8:45 irgendwas zu kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass viele Pieces schon ausverkauft sind. Aber ich bin gespannt, was wir dennoch finden. Und wir gucken uns mal hier die ersten Sachen an. Wie erwartet, sehr, sehr viel sold out. Hier haben wir jetzt das erste Piece, was noch verfügbar ist. Ich mache es hier mal in einem neuen Tab auf. Ansonsten hier haben wir noch eine Jacke, hier auch eine Jacke, wobei die natürlich super teuer sind. Hier haben wir jetzt das erste Oberteil und es sieht schon in klein nicht wirklich nice aus, aber wie gesagt, wir gehen die einzelnen Sachen durch und entscheiden dann spontan. Hosen sind auch sogar noch verfügbar, machen wir auch mal auf. Noch ein paar Longsleeves, wie es aussieht. T-Shirts, komm, ein T-Shirt. Ah, ausverkauft, öde. Caps, sind irgendwelche Caps? Hier, ja, eine orangene. Ja, die Farben sehen jetzt nicht so geil aus. Die Fischerhüte. Leute, guckt einfach mein letztes Fashion-No-Go an, was ich euch hier nochmal verlinke. Dann wisst ihr Bescheid, was ich davon halte. Die Rucksäcke sind noch am Start. Okay, dann noch diese Shoulder-Bags. Die Socken sind sold out. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben jetzt soweit fast alles aufgemacht, was so ein bisschen in Frage kommt. Gucken uns jetzt kurz noch die Größen an und natürlich den Preis. Das ist der Hauptfaktor, in dem es eigentlich hier in diesem Video geht. Und da haben wir als erstes diese Leopardenjacke. Leute, die kostet 528 Euro. Kein Wunder, dass die noch verfügbar ist, sogar in allen Größen. Diesen Zip-Hoodie finde ich gar nicht mal so schlecht, ist aber auch so eine Jacke wohl eher, ach, mit Innenfutter. Ohne Witz, die finde ich ganz in Ordnung, aber mit 588 Euro auch wirklich viel zu viel Geld für unsere Challenge hier. Dann haben wir hier noch eine Lederjacke, 668, Leute. Was ist hier los? Nur teure Pieces, deren Ernst? Hier haben wir einen Longsleeve, was ich wirklich überhaupt nicht abfeiere. Die Farbe ist nicht meins, hier in Rosa auch nicht. Das Grüne geht sogar. XL ist sogar noch verfügbar, aber 110 Euro, leider, leider zu teuer. Die Hose mit 178 auch zu teuer. Ebenfalls diese orangene Hose zu teuer. Das ist dieselbe nochmal in Blau. Machen wir weiter und da haben wir ein erstes Piece, was in Frage kommen würde. Wir gehen mal trotzdem weiter. Auch die Cap, die grüne, ich glaube, die gibt es auch noch in diesem Pink-Rosa und in diesem Orange-Braun-Ton. Die würden alle auch in Frage kommen. Ja, der Rucksack mit diesem Leopardenmuster, Leute. Ist nicht meins und ist sowieso zu teuer. Die Shoulderbag mit 64 Euro kommt sogar auch in Frage. Okay, Leute, wir haben also auf jeden Fall eine kleine Auswahl. Und die ganz normalen Hanes-T-Shirts, die fast immer verfügbar sind für 28 Euro, sind auch nochmal dabei. Und ja, jetzt kommt die Qual der Wahl. Was suche ich mir aus? Es hat
in der Tat geklappt. Ich habe mir jetzt gerade was bei Supreme gekauft und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach ein paar Tage vorspulen und gucken, was ich mir letztendlich für 100 Euro, gerade eben ist sogar die Bestätigungs-E-Mail reingekommen. Das bedeutet, in ein paar Tagen habe ich meine Pieces und wir spulen jetzt wie gesagt vor und gucken, was ich mir für unter 100 Euro gegönnt habe. Nach gut anderthalb Wochen, ja Leute, Supreme Versand kann auch mal ein bisschen länger dauern, ist letztendlich mein Paket angekommen. Ich habe mir die Sachen, wie gesagt, an einem Donnerstag bestellt und am Montag der darauf folgenden Woche, also nicht direkt der Montag danach, sondern danach der Montag, ist das Paket endlich angekommen und ich will vorschlagen, dass wir uns angucken, was ich mir letztendlich gekauft habe. Aber vorher muss ich euch was beichten und zwar bin ich nicht ganz mit den 100 Euro zurechtgekommen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, waren einzelne Pieces wirklich verdammt teuer. Natürlich habe ich mir die günstigsten rausgesucht und ich wollte jetzt nicht für ein Kleidungsstück eine ganze Bestellung aufgeben. Deswegen habe ich mir insgesamt 3 Pieces gekauft, die zusammen 120 Euro gekostet haben. Da ist allerdings auch Versand von 10 Euro mit dabei und ich habe mir noch so eine Kleinigkeit gekauft, die ich auch hätte weglassen können. Da wäre ich so bei 105 Euro gelandet. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt 20 Euro mehr ausgegeben habe. Umso besser für euch, dann haben wir ein paar mehr Pieces, die wir uns angucken können. Und ich selber bin wirklich gespannt, wie die einzelnen Sachen aussehen werden. Ja, wie ihr schon gesehen habt, es war jetzt nicht der heftigste Hype-Stuff am Start. Aber ich habe mir dennoch Mühe gegeben, so meine Favoriten rauszupicken und die letztendlich zu bestellen. Und jetzt habe ich wirklich genug gelabert. Gucken wir uns an, was es letztendlich geworden ist. Wie soll es auch anders sein? Die Kleidungsstücke kommen in dieser Supreme-Tüte. Finde ich eigentlich ganz cool, dass sie immer so eine Tüte mitgeben. Sind halt praktisch und ja, man hat einfach den ultimativen Flex, wenn man beispielsweise irgendwie seine Pfandflaschen wegbringen will. Okay. Und was eigentlich auch noch dabei sein müsste, ein Supreme Box-Logo-Sticker, die sind eigentlich auch immer mit drin. Und das wären eigentlich auch schon unsere ersten beiden Pieces. Einmal hier diesen Sticker und natürlich hier diese Supreme-Tasche. Produktionskosten liegen vermutlich so bei 15 Cent. Dennoch cool zum Haben und zum Flexen, ihr wisst. Und die einzelnen Sachen, die ich mir gekauft habe, liegen jetzt hier schon vor mir auf dem Boden. Und das erste Piece, was ich auch hätte weglassen können, es war einfach wirklich nur aus dem Affekt gekauft. Dieser Supreme Schlüsselanhänger. Dieses gute Stück hat 18 Euro gekostet. Ich feiere das Design von dem Ding. Hinten nochmal dick Supreme draufgeschrieben. Und das ist jetzt wirklich die Frage, ob dieses Ding jetzt 18 Euro wert ist. Bei weitem nicht. Diese Dinger kriegt ihr auch schon für 2 Euro bei irgendeinem Typen an der Ecke, der auch verranzte Semmel verkauft. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß selber nicht, warum ich mir gekauft habe. Ich werde es vermutlich auch nie benutzen. Aber vielleicht packe ich das mal irgendwann zu einer Verlosung. Falls ihr darauf Bock habt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Aber hier hätten wir sozusagen unser drittes, beziehungsweise unser erstes Piece, was ich mir gekauft habe. Aber spannender wird es, glaube ich, bei den anderen zwei. Und zwar habe ich mir die Hanes-T-Shirts gekauft. Die Dinger, ich weiß gar nicht, was die sonst kosten. Ich glaube so 8 bis 10 Euro so ein Dreierpack von Hanes. Also eigentlich nur, weil hier irgendwo ein kleines Box-Logo vorhanden ist, was ebenfalls Produktionskosten von 15 Cent hat, zahlt man hier das Dreifache für die T-Shirts. Es kann sogar sein, dass die Hanes-T-Shirts noch günstiger sind. Ich bin selbst gespannt, wie die guten Dinger aussehen. Ich habe mir die Dinger in der Größe XL gekauft und was sehen wir hier? Im Kragen haben wir halt ein kleines Box-Logo, aber nicht nur das. Alle drei haben hier links unten noch ein kleines Mini-Box-Logo und ich muss wirklich sagen, was direkt auffällt, die Qualität von diesem Print ist Müll. Die T-Shirts an sich sind eigentlich okay, wenn man da jetzt für 10 Euro gezahlt hätte, dann wäre das vollkommen okay, wäre sogar gut gewesen. Aber ich glaube, vom Fit sollten die mir auf jeden Fall passen und ein bisschen oversized fitten. Gibt es auch übrigens in Schwarz und sollten eigentlich permanent verfügbar sein. Und zu guter Letzt noch ein weiteres Oberteil, nämlich ein Longsleeve in der Zusammenarbeit mit Independent, die am selben Tag rausgekommen ist, wo ich mir die Sachen bestellt hatte. Deswegen war das hier noch in der Größe XL verfügbar. Ich meine, das hätte, wartet mal kurz, so um die 60 Euro gekostet. Also auch hier wieder einen Haufen Geld, wenn wir ehrlich sind.
macht das vom Design jetzt auch nicht den allerspektakulärsten Eindruck. Wir haben hier unten links mal wieder, dieses Mal aber, das fällt mir sofort auf, eine Bestickung anstatt einen Aufdruck. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Und links auf dem Nacken nochmal Supreme mit dem Zeichen von Independent. Hier allerdings wieder bedruckt. Und für 60 € kann man sich auch mit derselben Qualität das Longsleeve bei H&M kaufen, was nur 20 € kostet. Allerdings hat man natürlich auch dann kein Flex. Ich will natürlich auch ehrlich zu euch sein, ich weiß nicht, ob ich mir dieses Ding zum Beispiel geholt hätte, hätte ich nicht diese Challenge angenommen. Die T-Shirts gefallen mir eigentlich sogar noch am besten. Wenn man nicht will, dass man das Supreme-Logo links unten sieht, dann steckt man die beispielsweise in die Hose. Oder man wartet einfach, bis die Dinger dreimal gewaschen worden sind. Dann ist es garantiert auch weg. Also 7 Sachen von Supreme für insgesamt 120 € ist eigentlich eine ganz gute Ausbeute. Und als Question of the Video, feiert ihr so ein Format? Soll ich das vielleicht nochmal machen und dann sogar an einem Drop um 12 Uhr an einem Donnerstag? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Das habe ich die ganze Zeit so getan, als wäre das Intro, was ihr vorhin gesehen habt, vor dem Korb gewesen. Wobei ich mir erst die Sachen gekauft habe und dann das Intro gedreht habe. Wäre euch das aufgefallen?